Hallo meine Lieben, heute ist Patricks Geburtstag und wir bereiten uns drauf vor. Schatzi, du musst mir das aufdrehen. Ich kann das nichts power. Oh, ich habe auch Frische. Frauen und Marmeladengläser. Haltest du sie? Ja! Halt mal das. Komm, zeig uns richtige Männer Power. Ja. Aha, dann machst du die 7 gleich. Okay. Mama, so alt ist der Patrick? Eins, ja. Mama, kann man lachen, was? 1 und 7, Schatzi. Wo soll das denn? Da, ich hab's eh. In den roten? Na, da so. Na, Männer und Ballons. Ne? Ich bin ein Baby. Kuckuck, Gaga. Kennst du dich aus mit Ballons? Wo? Jetzt mach gleich. Michel, du mir den gefallen und. Also, im Ballon ist es schwer, passt nicht rein. So. Let's go. Bitte nicht zu viel, gell? Pass. Meinst du? Ihr macht so einen Pox, wie beim letzten Mal. Ja, dann rennen wir schnell zum Villa. Ja, hey, vom Villa aus. Die haben wir vom Hofer gekauft. Okay. Aber wo ist die Schnur jetzt? Also da. Zum Hoferpreis. Dann muss ich wieder zu machen. Mach er wieder zu. Kann man das so lassen? Oder dreht sich nicht? Doch, die Schnur ist da. Nein, die daneben. Da. Die daneben wo? Ach so. Aha! Ich weiß, die Männer suchen die andere. Daneben. Ich meinte auch nicht daneben dem Kugel. Das ist dann schon neben die Gasflasche. Daneben. Das ist kein Gas. Das ist das Kühlgas, ja? Ja, okay. Aber kein richtiges Gas. Aber du musst es gleich lang machen, pass auf, gell? Wo habt ihr gemacht? Ins Loch rein? Nein, bitte daneben. Wow! Warte mal schauen, ob der Knoten noch richtig ist. So. Jetzt müssen wir wieder so. Machst du das? Oder soll ich das machen? So, Perlen. Klar. Was? Ja. Wie viele Perlen haben wir? 6. Ich habe auch Patricks Lieblingstorte gemacht. Schokokuchen mit Kuvertüre. Ja, passt auch auf die Ballons, gell? Das ist nicht kaputt. Schneidest du das auch schön? Oder? Aber reißt es. Man kann es auch reißen. Michel, du kannst es da reingeben. Aber ich habe Angst, dass ich es hässlich mache. Ja. Ist nicht schlimm, dass ich es nicht will. Geht weg mit euren Armen. So, aber das ist schon zu weit vorne, Michelle. Das machst du so, oder? Warum? Ja, warte, hey. Luisa, diese Buchstaben bedeuten irgendwas. Warte. Die Luisa, mach das. Nimm das, das heißt. Das. Hi. Das. Hier. Michelle, kannst du das in Plastikmesse, oder? Ja. Diese Brötchen habe ich auch gebacken. Das ist so lecker. Diese Zwiebel habe ich gemacht. Wie hast du die gemacht? Im Garten angepflanzt und dann sind grün gemacht. So. Und da das rote Was mit dieser Lebenskette? Ja, Papa, hol noch eine Lebenskette. Was kann ich noch? Aber ist eh wurscht, Michael, weil da steht ja auch nicht, oder? Und das ist die Lebenskette. So? Ich kann das nicht so schnell, Papa, das ist voll heiß. Du zündest das ein und dann musst du da, welche Logik hast du da gemacht? Ja, Entschuldigung, es gibt keine Logik, weil man sich so und so verbrennt. Man weiß schon, dass es keine Logik gibt. Entschuldigung, Mister, ich kann gut Kerzen anzünden. Entschuldigung, Mister Papa. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mann. Happy Birthday to you. Willst du dir was sagen? Machst du jetzt noch machen oder später? Jetzt. Gefällt dir das Geschenk, Papier, Patrick? Ja. Sicher. Du musst jetzt aufmachen, das kannst du nicht rausnehmen. Boah, ich wollte die Torte kurz weg. Papier kannst du nicht. Das Papier kannst du nicht. Das wurde noch nicht schon mal aufgemacht. Was laberst du? Mal schauen, was drin ist, ne? Das ist logisch. Muss ist es sehr schwer. Was ist es schwer? Ist doch nicht sehr schwer. Nee. Eine Feder. Du hast dir schon immer eine Feder gewünscht. Pass auf, warte, ich werde dort spielen. Ich kann den verletzen. Ein Welpe. Ein neues. Pass auf, wir springen gleich raus. Warte, bevor du weitermachst, die Lara hat auch ein Geschenk für dich.
Komm, Lara, gib du dem Patrick dein Geschenk. Du bist immer, sie ist schüchtern. Zeig mal her dein Geschenk, Matti. Also, wow, das ist so schön. Und das auch? Wow. Du musst mir nicht ergraten. So süß. Kinder, so herzig. So, jetzt geht's weiter. Himmel. Nochmal auf. Aha. Der Patrick. Oh mein Gott. Wir werden jetzt einfach mal frühstücken. Der Patrick sein Geschenk privat genießen lassen. Und wir werden Kuchen essen. Aber kein Pro. Ich werde Kuchen essen. Ah, oh, kein Kuchen. Wollt ihr Kuchen essen oder was anderes essen? Die zwei haben schon Kuchen. Voll. Entschuldigung. Bitte, warte. Wer will was hier? Ich will dir nichts abholen. Ich will dir kein Geschenk machen. Kannst du mir nichts abholen geben? Aber ist das dein oder ist das nö? Na, nö. Bitte. Oh. Mama. Easy. Ja, okay. So, wir drei und Michelle, wir sind noch mal kurz los, weil wir drei und Michelle. Philipp ist auch dabei. Wir müssen, auch als Person. Ja, wir drei müssen uns testen lassen, weil wir wollen heute noch essen gehen, später dann für Patricks Geburtstag. Das machen wir immer zu den Geburtstagen, gehen wir immer essen. Und da die Restaurants ja wieder offen haben, nutzen wir das natürlich gleich aus. Wir waren bisher noch nicht essen, aber die Lokale haben schon, glaube ich, 10 Tage oder so offen, genau 10 Tage. Und ja, dafür muss man sich halt testen lassen. Der Patrick muss sich nicht testen lassen, weil der hat das in der Schule gemacht. Die Michelle war am Freitag nicht in der Schule, weil sie krank war. Deswegen fahren wir drei testen. Die Kinder, die Kleinen, müssen sich nicht testen lassen. Und ja, so, wir sind jetzt getestet. Also testen ist fertig, wir sind wieder zu Hause. Und der Papa, jedes Mal, wenn er die Schubkarre nimmt, springt die Sophie rein. Zeig's mir mal vor. Tu sie mal ausleeren. Ich weiß schon, dass ich das nochmal mache. Sie will hier runter. So. Warte, jedes Mal. Warte, warte. Wie sie? Warum magst du so gerne Schubkarre fahren? Was ist los mit der Sophie? Ich bin eigentlich selten. Jetzt will sie schlafen. Da ist die Goldie. Der Kleine ist schon eingeschlafen im Auto. Jetzt habe ich ihn hier dahergegeben. Dann kann er noch ein bisschen weiter schlafen. Die Lisa ist am Saugeln. Willst du saugeln? Sag die Mama. Ich mache die beiden immer. Der Wahnsinn. Soll die Mama dich eintauchen? Ui. So schnell. So schnell? Okay. Woo. Und es gibt Neuigkeiten, die ich euch erzählen muss. Das ist nämlich so. Ihr habt ja auch ganz oft in den Kommentaren dazu geschrieben, dass wir unbedingt den Schwarzen auch behalten sollen, weil sonst tut es uns leid für unser ganzes Leben. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir sie behalten. Wir haben ganz lange drüber geredet, eine ganze Woche. Und dann also haben wir dann 5 Hunde. 5 Kinder und 5 Hunde. Lass mich auch mal. Hey, ich bin ein Baby. Und sie heißt Bella. Bella. Ich hab sie zuerst genommen. Sag was, Mama. Warum bist du so weich? Ich bin aber auch. Also, sie jagt doch immer uns. Okay, ich bin auch froh, dass du bei uns warst. Ja. Bleibst du auch gerne bei uns? Sie ist so süß. Sophie möchte auch hier rauf. Sie möchte auch mal schnuppern. Könnt ihr bitte, dass Sophie die auch ja, mal. Ja, Kuss abgeben.
Und vor allem, weißt du, wie schön sie mit Sophie und Amy immer spielt? Sie sind Best und mit Friends. Peppa. Best Friends forever. Und mit die Peppa. Und mit die Peppa. Guckt euch das an. Eins ist als das andere. Hier liegen die drei Fußbögen. Entschuldigung. Oh nein. Oh nein, ich habe euch alle aufgeweckt, oder was? Ich habe euch alle aufgeweckt. Ich meine, das wollte ich nie. Das wollte ich nie. Sorry. Das ist unsere Lucy und unsere Bella. Ja. Die Kinder sind so froh, dass sie sie behalten und ich auch. Guck mal, Bibi. Ja. Oh, so böse Hunde. So. Oh, guckt euch das an. Louis. Louis geht zur besten Freundin von der Lara. Ja. Louis. Wir nutzen jetzt nochmal so einen richtig schönen Tag, wobei es ein bisschen grau ist. Du bist arbeiten? Das sind meine Gartenarbeiter. Nein, nice. Na, Lisa, pass auf, nicht die Erde immer rauskicken. Na, du musst die Erde drinnen lassen, Mausi. Denn da kommen dann die Blumen kommen da rein. Papa hat nämlich Balkonblumen. Ja. Und ja, vertreiben uns ein bisschen die Zeit im Garten, weil es so schön draußen ist. Lara, kannst du mir das geben? Das? Nein, den Blumentopf. Aber das wäre schon schwer für sie, oder? Nimm den anderen leer, bitte, oder den da. Da hat man meinen geschafft. Super. Sehr gut machst du das, Luisa. So machen wir das. Auch mit der Hand machen? Auch mit der Hand, ja. Hand kannst du auch machen, ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen geschminkt und der Papa. Das ist unfassbar. Man traut sich gar nicht so wirklich mit ihnen zu kuscheln, weil man Angst hat, dass man alle liebt. Die raubt dein Herz. Ja, wirklich, das ist furchtbar. Wenn nach einem ganzen Tag mit den Welpen, so einen intensiven Tag, geht es einem danach so: Oh Gott, irgendwann einmal kommen die weg. Susi. Ich werde euch mal die Vorstellungen machen. Peppa. Louis, Lucy Mama. Und Papa. Mama. Ja? Schau mal diese Gesichter an. Oh. Nimm mich. Ich will euch alle nehmen, das geht nicht. Oh. Schläft ihr im Haus und nicht draußen, oder wie? Oh, das ist so süß. Gott, ich werde weinen. Schau mal das an. Gut. Wir haben noch 2 Wochen mit ihnen. Schatzi, kannst du dir das vorstellen, wie danach die danach sind wir kackafrei. Naja. Schaut euch mal das an hier. Mama. Wahnsinn. Früher habe so wenige kleine Würmer. Ja? Was macht die Lara? Hat die Lara meinen Platz weggenommen? Ja. Ich habe vorhin geschaukelt. Schaut euch mal das an, wie der Kleine bei Patrick eingeschlafen ist. Du hast ein schönes Handy. Ja, bald hast du ein echt schönes Handy. Du hast ja das coolste Handy im Haus jetzt. Wir verbringen noch ein bisschen Zeit im Garten, weil es so schön ist und dann später. Wir haben uns überlegt, vielleicht zum Spielplatz zu gehen, aber es ist nicht nötig. Es ist bei uns im Garten so schön und wir genießen das. Der Papa ist die ganze Zeit einmal rumwerkeln. Ich habe jetzt auch ein bisschen Rasen gemäht. Ich weiß nicht, ich glaube, der Papa ist mit der braunen Tonne beschäftigt. Ich habe hier ein bisschen den Rand hier so mit dieser Maschine gemäht. Also nicht mit der da, nicht mit dem Rasenmäher, sondern mit dem Trimmer da. Hat Spaß gemacht. Und ja, Papa ist hier in seinem Garten beschäftigt mit Unkrautjäten. Das ist mein Element. Dein Element? Die Peppa geht immer gerne in deinen Garten rein. Gell? Nur damit du Bescheid weißt. Weil er ist wieder? Nein, aber er geht gerne sonst immer. Und? Ich weiß, deswegen wird er seine Putz nehmen. Hi! Interia!
will deine Putzi schneiden, wenn wir so weitermachen. Die Pepper hat eh kein Putzi. Was hat der? Mein Mummi. Dann werden wir abzwicken. Abzwicken. Ich glaube, es fühlt sich die Goldie Wolpe an. Oh Mann, nee, ja bitte, umarm mich. Die arme Goldie. Die hat jetzt überhaupt keinen Bock auf Umarmung. Schau, was der mit dem Kübel macht, sagt die Bebe. Schau, schau! Schau, ich kann den Kübel herumtragen. Und jetzt sind wir im Auto auf dem Weg zum chinesischen Restaurant Running Sushi. Alle Kinder eingetütet. Sind eingetütet. Ich hast du Pilze in die Ohren, oder was? Wieso Pilze in die Ohren? Also, ja, Steve, sie hat Pilzohrringe. Hast du Tomaten auf den Augen oder Pilze in deinen Ohren? In meinen Ohren, Dada? Dada. Wir haben jetzt noch ein hübsches Foto gemacht. Ich lache mich nicht aus, du bist in der Mitte. Komm in der Mitte. Bei uns, in unserem Haus, wenn man sich verspricht, dann ist man am Arsch. Dann springen alle wie Hyänen auf einen und lachen einander. Machst du ein bisschen da, da? Aber du bist genau in der Mitte. Patrick, komm in der Mitte. Wie ist es, Baba? So, meine Lieben, wir haben geschafft, wir sind am Tisch. Da ist kein Muck mehr. Sind alle am Manken. Sind voll und schaut mal, Food Baby. Oh mein Gott, das ist ein Zwilling. Das ist Zwillinge. Das ist Zwillinge. Müssen wir schlafen gehen? Noch nicht ganz. Es ist so schön draußen. Es ist jetzt 7:30 und es ist noch so hell. Es ist noch nicht dunkel, ihr müsst noch nicht schlafen gehen. Kein Stress. Auf jeden Fall voll cool, oder? Ich weiß, es soll niemand noch nicht schlafen. Ah, es ist so angenehm. Draußen riecht es einfach schon nach Sommer. Zu dieser Zeit eigentlich ohne Corona. Du musst. Wer hat denn das Licht bei euch da oben einschalten? Ja, war auf jeden Fall urcool. Wir wurden übrigens nicht nach unseren Tests gefragt. Das wurde niemand. Es wurde, die wurden aber nach der Reservierung, die Leute wurden nach der Reservierung gefragt, was? Habt ihr Lagerspiel oder? Ja, ja. Und man konnte sich aber auch dort testen lassen. Falls aber man zum Beispiel niemand hat den verlangt, oder? Niemand hat ihn verlangt. Und aber ohne hat sie getestet. Ohne wäre aber auch blöd gewesen. Weil wenn da dich dann jemand fragt, dann ja, man kann nichts. Dann so, eben sind wir zu Hause angekommen und dann müssen wir schon gleich die Welpen füttern. Die Kinder holen sie, also der Patrick und die Michelle. Die sind ja jetzt im Haus gewesen, logischerweise. Ja. Ja, Sophie. Die waren ja, die sind ja über Nacht. Ich wieder, du musst Welpen. Na komm, Luisa. Goldi, Sophie, herkomm. Luisa hat jetzt einen Welpen. Halt ihn gut, ja? Ja. Könnt ihr mir das geben? Nein, nicht jetzt. Oder, oh ja, lauft uns hinterher. Schau dir so wie in dem hier. Hühner? Ja. Na, lieber nicht, schaut sie nicht, dass sie rauskommen. Was? Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Hey, Michelle! Das macht sie immer, Mama. Sophie, du kleine Ratte!
Früher ist sie auch so in den Pool gesprungen, weißt du? Ich habe gestern vergessen, tschüss zu sagen, meine Lieben. Ja, wir waren dann eigentlich nur mal voll lange im Garten, bis es dunkel geworden ist. Und danach sind wir ins Haus, haben ein bisschen ferngeschaut und danach sofort eingeschlafen. Ist nicht mehr wirklich viel was passiert, aber ich habe trotzdem vergessen, euch tschüss zu sagen. Deswegen hier nochmal von mir ein Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!